Zeit ist vergänglich und wir sind es auch. Wie lodernde Flammen vergehen wir im Rauch. Drum lebe im Heute und genieße die Zeit. Musik lebt für immer bis in die Unendlichkeit. Wir denken zurück, wir denken daran, wie wir es geschafft haben, gemeinsam voran. Die Liebe zu euch, die Liebe zur Band, durch Höhen und Tiefen, together we stand. Servus und hallo an alle, die jetzt uns hier zuschauen. Wir, die Band Grenzenlos, haben uns an einem ganz besonderen Ort versammelt und wie man gerade eben schon gesehen hat, es läuft hier was auch auf der Leinwand, wir sind im Kino. Wir haben hier vor ein paar Jahren schon mal ein Video gedreht. Für uns ist es ein relativ besonderer Ort und haben den bewusst für das gewählt, was wir euch heute zu sagen haben. Denn, wie gesagt, wir sind wegen einem ganz bestimmten Grund hier und das ist das, was wir euch heute sagen wollen. Fällt uns nicht leicht, aber in dem Moment würde ich jetzt an den Fitz übergeben. Ja, danke dir Martin für dein Wort. Ja, ein Thema, das bei mir schon relativ lange brennt und mir auch sehr schwer fällt. Umso schwerer fiel es mir natürlich auch, das meinen Kollegen mitzuteilen. Aber es haben sich bei mir im Leben doch einige Dinge geändert, arbeitstechnisch, von der familiären Seite her irgendwo. Und ja, das Traumprojekt Band, wo man jetzt seit über 11 Jahren verfolgt, war ich immer einer der wichtigsten und der größten Teile in meinem Leben. Das Problem ist halt einfach dann irgendwann, wenn dir die Zeit fehlt und du irgendwas nur noch halblebig machen kannst, ja, kommt da die Frage auf, ob sich das dann noch rentiert, ob das so Sinn macht. Vor allem Sinn auch für meine Kollegen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, schweren Herzens grenzenlos zum Jahresende 2024 zu verlassen. Eine Entscheidung, ja, da denke ich fast täglich noch drüber nach, schlaf teilweise schlecht oder habe Träume von dem Ganzen, weil einfach 11 Jahre oder dann, ja, über 11 Jahre jetzt schon so viel passiert ist. Man sieht es hier auf dem Video zum Beispiel auch. Es waren Momente, es waren schöne Momente dabei, es waren vielleicht auch mal nicht so schöne Momente dabei, aber es war einfach immer ein Team, eine Gemeinschaft hier mit den Jungs. Es waren die Fans draußen, es war der Fanclub, es sind die Veranstalter, andere Bands. Man hat ja Leute kennengelernt, man hat neue Freundschaften geschlossen, man hat so viele Sachen einfach erlebt. Das ist einfach in so ein kurzes Video gar nicht zu fassen. Und es ist auch nicht irgendwo auf Videomaterial zu finden. Es ist einfach alles hier und hier drin und da wird es auch drin bleiben, auch für die Zukunft. Und natürlich wird es auch nicht so sein, dass ich da komplett von der Bildfläche verschwinde mit dem Ganzen hier. Man wird mich auf Shows sehen, wird sich privat natürlich treffen. Grenzenlos wird immer ein Teil von meinem Leben des Weiteren bleiben. Aber nicht mehr auf der Bühne, sondern abseits der Bühne. Als Fan und als natürlich ja, Freund dieser lustigen Clique hier. Aber natürlich werde ich nicht sang- und klanglos diese Bühne verlassen. Wird auch, ja, ist nicht in meiner Natur und das will ich meinen Kollegen auch nicht antun. Denen bin ich ja was schuldig. Ich denke den Fans, den Freunden bin ich was schuldig. Und deswegen haben wir was überlegt. Es wird eine, ja, Abschiedstour für mich oder von mir, von uns, für euch geben. Zudem kommt dann der Jo jetzt gleich. Auf jeden Fall denke ich, dass wir da nochmal richtig die Sau rauslassen. Da werden wir auch das ein oder andere Bier köpfen. Oder was weiß ich, was wir alles tun werden, auf jeden Fall. Na, auf jeden Fall muss es auch für mich sein, dass wir uns dann in der ganzen Gruppe nochmal sehen, dass wir euch treffen, dass ich euch treffe. Und ja, von meiner Seite nochmal ganz kurz, wie gesagt, danke an alle, auch an die Leute hier von unserer Technik, von der Crew, von allen. Es waren einfach brutal geile Jahre, die werde ich nicht vergessen. Und ja, den Rest reden wir bei einem Bier auf einem der Shows und da kommt jetzt der Jo dazu. Genau, und zwar werden wir, wie der Fitz schon sagt,
eine kleine Abschiedstour veranstalten, durchführen. Und zwar findet das Ganze statt am 13.12. in Herford, am 14.12. in Cuxhaven. Also liebe Nordlichter, kommt da auf jeden Fall vorbei. Und final wird das dann zu Ende gehen mit deiner Karriere bei uns in Nersingen am 21.12. Ja, wie ihr seht, wir haben nochmal drei richtig geile Shows für euch, um natürlich auch den Ausstand vom Fitz ordentlich zu feiern. Deswegen kommt vorbei und wir haben ein spezielles Motto für diese Tour und das leben wir und das wird auch immer so bleiben. Freunde für immer, Servus Fitz Tour. Natürlich werden wir nicht ganz allein diese Shows bestreiten. Es wird noch andere befreundete und lokale Bands geben, die uns da unterstützen werden, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Ja, was bleibt am Ende? Am Ende bleibt, dass wir uns trotzdem natürlich auf den Sommer freuen, dass wir uns auf den Winter jetzt natürlich auch freuen, um euch alle nochmal zu sehen, nochmal um richtig die Bude abzureißen. Und der ein oder andere fragt sich jetzt wahrscheinlich, wie geht's denn jetzt weiter? Wir können euch garantieren, wir haben natürlich schon eine Lösung gefunden. Wir haben eine sehr gute Lösung gefunden, natürlich auch in Absprache mit dem Fitz selbst. Und ja, ist ein besonderer Moment, leider ein eher trauriger, aber wir versprechen euch, es wird nochmal richtig abgerissen und es geht weiter. Und wir sehen euch wo nochmal genau, Marco? Wir sehen uns im Dezember in Herford, in Cuxhaven und in Nersingen. Deswegen kommt vorbei, reißt mit uns die Hütte nochmal richtig ab. Wir geben nochmal Gas und bis dahin bleibt alle gesund. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.